Es ist eine martialische Machtdemonstration wie zu Zeiten des Kalten Krieges. In Moskau marschieren tausende Soldaten über den Roten Platz, gefolgt von Panzern und Raketenträgern. Am Himmel fliegen Kampfjets-Formationen. Die Russische Föderation feiert den Tag des Sieges über Nazi-Deutschland und damit das Ende des Zweiten Weltkrieges. Präsident Wladimir Putin nutzt die Parade für eine feierliche Ansprache an das Volk. Dies ist der Tag des russischen Triumphs, des nationalen Stolzes. Es ist der Tag der Trauer und der ewigen Erinnerung. Wir preisen die unbesiegbare Kraft des Patriotismus, mit der wir fühlen, was es heißt, an das Vaterland zu glauben und wie wichtig es ist, für seine Interessen eintreten zu können. Auf die Ukraine-Krise geht Putin in seiner Rede nicht direkt ein. Er spricht vielmehr von Russlands ruhmreicher Geschichte. Gerüchten zufolge wird Putin nach der Parade in Moskau auf der Krim erwartet. Im gerade annektierten Gebiet soll ebenfalls eine Parade stattfinden. Der Kreml hat Putins Besuch bisher weder dementiert noch bestätigt.